Nächstes Mal fliege ich. Bist du sicher, dass der Blättrige das hinkriegt? Nein. Das wird schon. Ich bin Groot. Jetzt wird bloß nicht trübsinnig. Das hilft uns nicht. Im Gegensatz zu deinen ständigen Beschwerden... Du beschwerst dich darüber, dass der Kleine sich beschwert. Wir beschweren uns alle. Zufrieden? Ich dachte, du wärst begeistert, endlich Sacnaf 9 zu betreten, Drax. Aber du bist erschreckend gefasst. Unter anderen Umständen wäre ich begeistert, aber wir werden uns erniedrigen, wenn wir Lady Hellbender intelligentes Holz verkaufen. Mag sie denn kein Holz? Was ist mit der Legende von ihrer mächtigen Kriegsaxt? Sie besitzt zahlreiche Waffen und nicht alle Äxte sind zu Bäumefällen gemacht. Ich bin Groot. Die Lady wird dir auf keinen Fall was tun, Groot. Dafür werde ich sorgen. Es ist immer noch ein Fehler, den Baum zu verkaufen. Ich bin Groot. Ha, ja, das stimmt. Vielleicht bist du der Fehler, Muskelkopf. Das ergibt keinen Sinn. Ich glaube, Groot nimmt uns auf den Arm. Er lacht sich einen Arsch. Das wäre alles nicht nötig gewesen, wenn der Nager sein Geheimversteck mit Units preisgegeben hätte. Wie oft muss ich dir noch sagen, dass ich keine Units habe? 43 Mal mindestens. Denn so oft musste ich abstreiten, dass ich eine Gestaltwandlerin bin, bevor Drax von mir abgelassen hat. Ich habe immer noch Zweifel. Du kannst unmöglich deine Kampfrüstung so schnell anlegen. Ich benutze viel Lotion. Ich hoffe, ihr steht auf Spazierengehen, denn das wird jetzt eine Weile dauern. Denkst du, ich bin froh, dass wir so weit von der Festung entfernt gelandet sind? Kopf hoch, Nager. Der Regen wird dich erfrischen. Regen ist Himmelsmüll. Ich bin Groot. Beruhig dich selbst. Du liebst Regen. Du bist eine verflagte Pflanze. Es heißt, weiche Körper sind auf Sacnaf 9 nicht lebensfähig. Bin gespannt, wie du dich hältst, Peter Quill. Wir erreichen nichts, wenn wir im Schiff bleiben. Wir bleiben trocken, wenn das kein Erfolg ist. Natürlich muss es regnen. Hoffentlich ist deine Jacke wasserdicht. Okay, es geht weiter. Hab ich schon mal erwähnt, wie sehr ich Regen hasse? So weit ist Hellbender Schloss doch gar nicht weg.
Das ist kein Schloss, das ist eine uneinnehmbare Festung. Und wie nehmen wir die ein? Frag Peter! Gehen wir näher ran! Das überlegen wir uns dann unterwegs! Da gibt es nichts rauszufinden. Als Bestienhändler erhalten wir problemlos Zugang zu Lady Hellbender. Gut, eine Bestie haben wir bereits. Fehlt nur noch der Händlerteil. Zum Glück trage ich bereits mein offizielles Händlerkostüm. So was gibt's gar nicht. Oder? Der Umstand, dass du nicht sicher bist, lässt tief blicken. Ist meine Jacke okay? Du hast wenigstens eine Jacke. Einige von uns sind klatschnass. Weniger jammern, mehr marschieren. Hey, Sturmlord, wir laufen doch jetzt nicht ernsthaft da durch. Bei dem Sturm dauert das ewig. Hör auf zu jammern. Die Anstrengung wird deinen Geist stark. Wir gehen nicht, wir wandern. Das macht Spaß. Wuhu, eine Teamwanderung. Das ist nur ein anderes Wort für gehen. Komm schon, dann langweilst du dich wenigstens nicht. Okay, Leute. Wenn wir aufpassen, wo wir hintreten, geht's einfach nur gerade rüber. Wir schaffen das. Fallt nicht runter, dann wird alles gut. Korrekt. Müssen wir die Helden das Zorn frontal begegnen. Klingt fast so, als würdest du dir wünschen, vom Blitz getroffen zu werden. Ich erwarte nicht von einer Shitori-Verräterin, dass sie den tieferen Wert betreibt. Den tieferen Wert davon, getötet zu werden? Direkt zu sein, du Kind der Ausflüchte. Was ist dein Problem? Lady Hellbender verachtet Falschheit und Ehrlosigkeit. Drax, Gamora ist im Moment auf unserer Seite. Versuch das zu akzeptieren. Was soll das heißen im Moment? Ich sag, dass du einen Ruf hast. Und Gamora, Drax ist ganz klar ein bisschen verrückt. Also... Was? Interessante Taktik, Quill. Hey, je mehr wir streiten, desto schneller sind wir da. Das war eindeutig zu knapp. Gut gespielt, Lady Hellbender. Wir ziehen es also immer noch durch? Ja! Leute, Konzentration! Haltet Ausschau nach den großen Blauen und geht in Deckung, wenn sie einschlagen. Sonst werden wir weggeblasen. Ein sehr guter Tipp. Hey, Will! Zur Festung geht's da lang. Da weiß er, dass wir nicht viel Zeit haben. Drei Zyklen! Das nennt man Auskundschaften, okay? Wir hätten nach Maklo 4 fliegen sollen. Hey, seht mal das alte Widerstandsschiff. Durchlöchert wie ein Sieb. Bestimmt von der da und ihren Shitori-Freunden. Wir waren keine Freunde. Leute? Ich bin gut. Ich weiß nicht. Jetzt bewegt es sich nicht mehr. Ich wäre vorsichtig, Naga. Ich habe schon die verflagte Halbwelt überlebt, da habe ich doch keine Angst vor. Es ist nicht allein. Achtung! Ich
wird ihre Knochen brechen! Passt auf die spitzen Dinger auf! Die Teile sind wenigstens angreifbar! Ihre Außenseite regeneriert sich! Wirf zu ihnen, Drax! Halte sie auf! Vielleicht hat sie den Hellbender geschickt. Sie soll sie behalten. Du bist ein Großer! Mit Freund! Ich krieg noch Schlamm in mein Fell. Darum wird sich schon der Regen kümmern. Rocket! Sprengung! Das ist dann wohl die riesige Fauna. Und dann wird es eine gefährdete Spezies sein. Das Fleisch von den Knochen zu reißen bewirkt nichts. Der Block ist auf dem Kriegspass. Der Trick ist, sie zu besiegen, bevor sie dich besiegen. Vielen Dank für die Hilfe, Großer. Das Gallert fühlt sich manchmal. Das glaube ich dir jetzt einfach mal. Erledige sie. Schon dabei. Ich bin Groot. Groot fragt, warum wir nicht einfach den Plan zerstören. Was sind das für Dinger? Erst schießen, dann fahren. Ein Bett von seinen Schlachtköpfen. Zerschnetzel sie! Bis auf die Knochen! Ich hab mich sowieso schon gelangweilt. Muss wieder, wenn ich zustimme. Wir müssen zum Kern vordringen. Bitte weg! Du schuldest mir was, Groot. Scharfer, spitzer Tod in deine Richtung! Bin nicht daran gewöhnt, verwundbar zu sein! Nur Peter Quill, entfesse dich gegen wieder. Diese Narren! Vorsicht! Stacheln! Mit Inbrunst! Sie hören nicht auf, dich zu bewegen! Oh doch, wenn sie tot sind! Meine Schläge fallen ab! Der Schleim ist nicht wichtig, es geht um die Stacheln im Inneren! Der Block hat ein Messer! Tu ihn weh, Gamora! Du hast keine Chance! So sieht also ein Monster in dieser Gegend aus? Wir stehen vor Lady Hellbenders Zuflucht. Die Kreaturen hier sind nicht ihre Haustiere, sondern Nahrung. Sie sehen auch irgendwie so aus. Wir sind auch bald Nahrung, wenn wir hier nicht rausklettern. Wo zum Schlag geht sie hin? Ich dachte, dass ich mal auf ein Widerstandsschiff schieße. Drax, du kannst diesen Reaktor sanft rausziehen, oder? Wenn er brennbar wäre, hätte der Nager längst darauf geschossen. Ein ausgezeichnetes Argument. Soll ich mit dem Zerlegen weitermachen? Nein, nein, nein. Ich denke, das reicht. Toll, wir haben den halben Weg nach oben geschafft. Und jetzt? Vielleicht können wir die Tragfläche irgendwie absenken. Die Tragflächensteuerung. Okay, Rocket, das Kontrollfeld der Tragfläche gehört dir. Hoffentlich funktioniert's noch. Toll. Achtet alle auf blinkende rote Lichter. Was? Warum? Das ist ein Widerstandsschiff. Wir haben Glück, wenn es nur eine Sprengfalle hat. Das ist die Lösung. Das klingt nicht wie so ein Gallert-Ding. Es heißt, Lady Hellbenders Ruf wäre überall auf dem Planeten zu hören. Wie eine Lady klingt es auch nicht. Vorsicht! Hier ist anscheinend was Großes durchgekommen. Yay! Falls du was
was mit Klauen in der Größe von Draxis. Sag Bescheid. Ich dachte, wir hätten unser Monster schon. Warum verfolgt sie dieses Ding? Sporn. Ein bisschen. Noch ein Beweis, dass wir hier nicht willkommen sind. Wenn wir jedes Mal umdrehen, wenn wir nicht erwünscht sind, erreichen wir nie unser Ziel. Das stimmt. Ich weiß nicht. Rocket, kannst du dich um diese Äste kümmern? Willst du, dass ich sie sprenge? Das sollte nicht unsere Antwort auf alles sein. Drax, ist das ein Zeichen von Lady Hellbender? Wir sind hier eindeutig nicht erwünscht. Kannst du uns hier durchbringen, Gamora? Ich mach alles, um Hellbender zu finden. Ihr Name ist Lady Hellbender. Ja, Gamora. Und wenn wir eine Audienz wollen, müssen wir anfangen, Respekt zu zeigen. Und das von einem Typen, der mich Dirnbrut von Thanos nennt. Eine zutreffende Beschreibung. Wir wissen alle, wessen Dirnenbrut gemeint ist. Leute, Monsterplanet, dunkel, gefährlich, Konzentration, ja? Hast du Angst vor Monstern, Peter Quill? Nur vor den Gruseligen. Sollen wir die nach dem Weg fragen? Naja, vielleicht sind die ja der Weg. Im Ernst? Oh, ach, so eine Art Wegweiser oder so. Da muss ja kein Pfeil mit dem Wort Festung draufstehen. Aber Statuen deuten auf Zivilisation hin. Und die einzige Ansiedlung, die ich gesehen habe, als wir oben waren... war Lady Hellbenders Festung. Sackgasse. Na toll. Moment, ist das Chitauri-Tech da drüben? Frag die Chitauri. Nein, nein, wirklich. Das ist eine einziehbare Brücke. So was gab's in dem Gefängnis, in dem ich war. Leider befindet sich die Steuerung auf der anderen Seite einer riesigen Kluft. Was machst du? Wir haben keine Zeit zu trödeln. Ich werf die Kreatur über die Kluft, damit sie die Brücke aktiviert. Ich aktiviere gleich ein Loch in deinem Gesicht. Lass mich runter! Wir werfen Rocket nicht. In Ordnung. Ihr verflatten Söhne von Chocks! Wie kommen wir rüber? Rat-Abschumpe, du misst euch sich um. Wir finden einen anderen Weg. Denkst du, die Statuen stellen Monster auf diesem Planeten dar? Ich bin gut. Keine Chance. Wir wissen beide, dass es zu weit für dich ist. Irgendwas müssen wir doch benutzen können. Vielleicht einen großen Baum? Größer als du. Was macht die Bauchfett auf einer abgelegenen Schlammkugel mit dieser? Vielleicht hat Lady Hellbender einen Invasionsschwarm zurückgeschlagen. Sie gehört zu Lager zu werfen. Nein, der ist nicht. Das ist, wenn er sich ein Bein bricht. Rocket. Statuen beobachten uns nicht. Sei da nicht so sicher. Man sagt, Lady Hellbender hat überall Augen. Natürlich sagt man das. Ja.
Schießen lösen, Peter? Ich versuch's. Mein Problem ist, dass Fleischkopf versucht hat, mich über eine Klippe zu werfen. Du überreagierst. Ich hab dich nicht geworfen. Nur weil Quill es verhindert hat. Dann gibt es kein Problem. Ich behalte dich im Auge. Du verpasst zu hart. Wow, echt dunkel hier drin. Wenn du auf Monster triffst, sag Bescheid. Monsterplanet, stimmt ja. Nicht ziellos rum. Mein Handeln ist stets zweckorientiert und, naja, heldenhaft. Gut, kannst du Gedanken aus der Säule wachsen lassen, damit wir uns daran rüberschwingen können? Ah, so wie Tarzan, der legendäre Terraner, von dem du auf Contrexia erzählt hast, als wir... Fürs Protokoll, Groot sagt nein. Volle Kraft, Drax. Bring es zu mir, dann mache ich es. Rocket, kannst du mir helfen, den hier umzuwerfen? Meine Pfoten sind ganz nass von dem blöden Regen. Ich hätte viel zu wenig Halt. Gamora, kannst du theoretisch mit einem Schwert eine riesige Steinsäule durchschneiden? Das ist ein normales Schwert. Schiebst du es rüber, Drax? Unmöglich.
unten ist noch eine Ruine. Drax, kannst du den hier umwerfen? In der Tat. Ich hab sie wohl verärgert. Sie? Wir werden gejagt. Toll, das ist einfach. Okay, versucht nicht abzustürzen. Das ist dein Tipp. Ein großartiger Ort für eine Skulptur. Moment. Hört ihr das? Augen auf, Leute! Ist noch jemandem aufgefallen, dass dieser Ort wie ein Friedhof aussieht? Man weiß es ja, dass er mit Leichen übersät sein wird. Ich hab ihn getroffen! Sie kann fliegen! Mal sehen, ob sie noch fliegen, wenn sie tot sind! Du warst unwürdig! Gaura, aufschlitzen! Die Ärzte sind auf die Stacheln! Die schlimmsten Insekten sind die mit Flügeln! Das tut auch nicht weh! Nicht sehr! Keiner mehr zu mir könnte auf diesen Bestien direkt zu Lady Hellbender fliegen! Drax, du bist wirklich nicht fett, aber... Ist noch jemandem aufgefallen, dass dieser Ort wie ein Friedhof aussieht? Man fragt es ja, dass er mit Leichen übersät sein wird. Verdräng diesen Gedanken, bevor wir da sind! Achtet auf die Stacheln! Nicht darauf achten! Zerstören! In Stücke geschnitten! Vor einer Sekunde wären diese Dinge echt praktisch gewesen! Sie hätten dich bestimmt nicht auf ihn über die Schlucht reiten lassen! Es ist in Ordnung, um Hilfe zu finden, Peter Quill! Große Problem! Diese Schlachtmann muss Lösungen stellen! Danke, Drax! Finde sie an, Groot! Wirklich? Die sind wie fliegende Zecken! Sei froh, dass du nicht meine Größe hast! Schnittchen! Jagt sie hoch! Genug von diesen minderwertigen Kreaturen! Ich will Monster! Ja, ich bin gerade auch ziemlich verwirrt. Wo zum Flak sind wir? Seht euch einfach... Hier muss irgend... ein Weg sein. Warum sollte dieser Weg richtig sein? Die Statuen hier sind nicht hermarschiert. Sie wurden getragen. Getragen von wem? Zu welchem Zweck? Okay, Gamora. Ich würde sagen, es geht hier lang. Ich setze 50 Units dagegen. Ich bin... Nein, wir sind nicht fast da. Vor uns liegt noch der halbe Planet. Lady Hellbender könnte diesen Dschungel in 7 Schritten durchqueren. Natürlich könnte sie das. Oder sie würde über die Berge fliegen. Oh, fliegt sie jetzt auch? Sie besitzt fliegende Kreaturen. Ich habe gehört, sie kann Laserstrahlen aus den Augen schießen.
Gamora, räumst du uns den Weg frei? Man sagt, Lady Hellbender spürt jeden Schlag, der ihren Dschungel versetzt wird.